Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Paddle. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt. Mein Stealth hat sich erweitert, genau wie mein Hacking nutze ich. Ich habe mir mittlerweile zwei Sets eingelegt, einmal für laut und einmal für leise mittlerweile. Und ich dachte, wir spielen mal weiter, die Story. Ich habe nicht weiter gespielt. Wir hatten zuletzt Chaos im Club gespielt. Hatten wir das schon gesehen? So, you're a proper New Yorker then? Yep. Born downtown, grew up in the Bronx. Ran a crew there for a while. Not still a thing? No. We were betrayed. Sorry, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben das schon gesehen, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. We just had a breakthrough. The conspirators are Ich glaube, wir haben es schon gesehen. Genau, als nächstes kommt der wahre Kenner. Und Gold Shark, 99 Container und hoch hinaus und das war's. Und dann müssen wir auf das DLC warten. Ich skippe mal kurz ein bisschen durch, weil sonst labert sie die ganze Zeit. Und wir sind jetzt wahre Kenner. Surface Art Gallery is a nesting ground for the cultural, young, modern in crowd. Right now, they're hosting an exclusive exhibition, showcasing a number of precious artworks on loan from some of New York's wealthiest connoisseurs. My client would love to get his hands on some of those paintings before they disappear back in a private collection. He's willing to pay handsomely for the favor, and it all goes to you if you can pull this off. Minus a small facilitation fee for myself, of course. Specifically, he wants Shooting Gallery Redux by Greg Judd, the original copy of The Fiji Mermaid by Uma Ledet, and the set of Pedro Vicario's attendant suicide paintings. Remember to be careful. Some of these pieces are very fragile, especially the Fiji Mermaid. And security is tighter than a fat guy's belt. Okay. Schnell Healy. In Lautschneller eingreift. Das klingt auch nett. Weil ich würde eine Tasche mit einer Seilrute zur Verfügung stehen. Nö, nee, wir brauchen das mit nichts. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Stimmt, wir werden das mal alles auf normal durchspielen, damit wir diesen easy flow haben. Weil ich euch nur mal kurz dieses Level einmal zeigen möchte. Wir werden es auch nicht so aggressiv auf Stealth probieren, wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir laut rein. Plenty of ways inside. Choose one. Viele Wege rein. Na, da gehen wir doch, da wollen wir sagen. Ah, wo war die Maske? Ne, ist machbar. Civilian. Warten, bis der hier weg ist. Und dann ist ein bisschen Parkour erstmal. Let's get this party started. Sag mal, immer, das kann ich vielleicht mal ausprobieren. Kommt man überhaupt hoch? Okay, da an der Seite. Gut, jetzt wissen wir Bescheid. Ich dachte schon, da geht's vielleicht nicht hoch. Das ist jetzt unser Weg, den wir gehen werden. Also, ob ich jedes DLC zeigen werde, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Lots of ways to do this. Multiple entry points. Pick one. I'm so sorry. So. There's someone there. Schon wieder. Aber theoretisch wäre es doch jetzt möglich, sofern jetzt keiner wieder hier lang gelatscht kommt. It's showtime. Easy. Alles easy. Betrete den Abstellraum E1. Beckett needs for his client. We should be able to get clues on where to look from the computer in the manager's office. From what we've been told, Shooting Gallery Redux is in room E1. Why not start there? Ein QR-Code. Das könnte hilfreich sein. The
gallery recently installed QR readers for the exhibition room locks. You can unlock them by scanning the right QR code. Da geht's wahrscheinlich aufs Dach, ne? Na, warten wir kurz. Es ist ruhig. They have some very high-tech, unusual security in this art gallery. Be extra careful as you're going into the exhibition rooms. Ich hab gleich mal einen Trailer gesehen und darf gleich hier nicht den Boden berühren, ne? Ich meine, das ist hierfür, ne? Das muss ich nochmal zurückgehen. Ist der Boden mit einem Alarm versehen? Nö. Easy. Okay, das geht ja leider nicht. Tja. Komisch. Ein Bug, ein Feature, wer weiß das schon. Na, wo öffne ich das Ding jetzt? Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder... Ich glaube, ich muss dafür noch irgendwas machen wahrscheinlich. The sieve. Huch. Hat's jetzt funktioniert? Ja. Check the sieve. Ich habe das Hacken noch nie genutzt, deswegen. Security Room. I've never been very interested in art. But if you see one of those paintings with the dogs playing poker, grab it for me, will ya? Ich weiß nicht, ob hier irgendwas Wichtiges drin ist. Okay over there? Hey, Dispatch, I'm all good. Just got an itchy trigger finger, if you know what I mean. I'm just waiting for someone trying to break in. Uh-huh. Man, I'm so pumped. But sadly, nothing's happening over. Mm-hmm. Yeah, makes sense. Managerbüro, da, das haben wir gesucht. Perfekt, Leute. So, mein Freund, ich tue das mal hier. Wir sind ein bisschen an 12 Minuten gerade. 12 Minutes. I'm in. Bei Alamedia Logistik hat es höchste Priorität, ihre Sendung pünktlich und zuverlässig zuzustellen. Wir bieten ihnen aktiv klimatisiert und sturzsichere Behälter, die luftdicht verschlossen und somit perfekt für empfindliche Materialien geeignet sind. Ich habe ein Gemälde von Uma in den Ausstellungsraum E4 und E7 aufgehängt. Den Autendiaktor habe ich im Serverraum gelassen und den USB-Stick in ihrem Safe. Ein aktivierter Sicherungscode sollte auch noch drauf sein. Sobald sie ihn verwenden, müssen wir einen neuen Code generieren. Ja, jetzt ist hier. Warte, Leute. Ich habe hier bestimmt irgendwo noch einen Stift rumliegen. Ja, da unten. Da ist er fast den Kopf gestoßen hier. Schraubt der Stift überhaupt noch?
in... Naja... E4... E7... Serverraum und Tresor. Müssen also gucken, ups, ne? Gucken, wo die ganze Scheiße liegt. Ich muss mir mal einen richtigen Stift hier mal ranholen. Hallo. I like most parts of Brooklyn, but places like these, fucking breeding grounds for slacktivists who think they're artistic and deep. Wir haben soeben Petro Suff-Sammlung im gewünschten Ausstellungsraum installiert. Das Team hat seine Sachen gut gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Werfen Sie am Morgen selbst einen Blick drauf. Wir haben ebenfalls nur noch Zeit für eine kleine Anpassung. Genau, das kann man. Ist hier irgendwo ein Safe? E4, hier ist das erste. Was bist du denn? Ja, wahrscheinlich die hier, ne? Aber ich kann damit nicht interagieren. Ich hoffe, das ist nicht verbuggt oder so. Es kommt mir so ein bisschen so vor. Das kann ich jetzt zum Beispiel wieder knacken. Öffnen kann ich so oder so noch nicht. Gehen wir weiter. It's a guard. Okay. Bewegt er sich auch weg, ist die Frage. Deaktiviert die Gitterstäbe. Was ist das ja, da Capture the Flag oder was? Der reicht sich an. Ich muss sagen, weil ich nicht weiß, wohin ist. Da ist Serverraum. Da sollen wir auch noch reingehen. Bis jetzt alles easy. Spielen wir auch auf normal. Das ist ja noch leicht. Irgendwann spielen wir es mal auch schwerer. Hier ist noch ein QR-Code-Scanner. Don't lose that machine. We'll need it to determine which of the Uma paintings is the original. Legen wir es mal hier hin. Guard. You should be able to pass under the lasers when they're at their highest point. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so gar nicht. Kann ich hier hin? Sieht so aus. Wo ist der Schalter, um es zu deaktivieren? Safe aus. Da. Okay, selbst wenn ich jetzt so ruhig bin, bin ich gerade konzentrieren hier.
Gut. Was ist das hier? Ich weiß nicht, ich will die ungern töten. Check the guard. Weil sie sind so wenig da. Würdest du lieber um die herumlaufen aktuell? Ich glaube, die Folge wird die Mission wird 2 Folgen lang gehen. Guard over there. Komm, schau dich auf dein Handy. Bewegen sie sich. Ich muss noch Bereiche einnehmen, mit die Gitterstäbe verschwinden. Okay, ich hab's glaube ich kapiert. Wir müssen danach mit dem Scan dann gucken, welches Gemälde ich davon wahrscheinlich brauche. Boah, ich glaube auf Overkill oder so wird das so schwierig sein, weil dann auch gleich mehr Wachen rumlaufen. Ja, alles. Sind alle deaktiviert, ne? Ja. Hier soll ich auch noch reingehen in E1. Oh, ja. Find the controls for the security bars. The controls for the ground floor security bars are in the gallery's main area. Look for a panel of some kind. Dürren. Das siehst du, sicher deaktiviert. Deaktivieren die Rollläden. Und dann können wir alles einsammeln. Ich wünsche mir, ich hätte jetzt die Fähigkeit, dass ich mehrere Leute markieren kann. Schau doch, wie viel Schätze es gibt. Guard over there. It's a guard. Zum Beispiel hier. Was wäre hier drin? Wissen wir nicht. Wir haben keine Handys mehr. Keine QR-Codes. Ja, das ist bestimmt wieder eins in den Räumen hier. Guard. Das Treppenhaus, das Fahrstuhl, okay. It's a guard. Ich würde halt gerne einen Radiofunkspruch behalten. Huch, was ist denn? Also, da ist ja so eine kleine Schatzkiste. Genau, ich würde gerne einen Radiofunkspruch gerne behalten. Für den Fluchtweg, dass wir dann irgendwie, falls einer am Ausgang bei mir wartet, dass ich ihn da wegknallen kann. Aber so weit würde ich erstmal niemanden ausschalten wollen. Das sind die Toiletten. Sind das die Toiletten für die Mitarbeiter? Mal reingucken. Ich werde auch gleich mal in die Toiletten reingucken, falls ein Handy liegt.
Okay, hier liegt einiges. Meine Güte. Jetzt habe ich das Gefühl, dass hier nichts ist. Da ein Handy. Wenigstens etwas. Können wir noch mal mehr ausrauben hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge. Dann versuchen wir hier unseren Spaß weiter. Und somit auf Wiedersehen.